Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Heute geht es in die OP. Ja, OP, sehen wir gleich nach dem Trailer. So, hier sind wir wieder. Und zwar habe ich hier ein Produkt entdeckt bei Amazon. Den Link mache ich unten in die Beschreibung. Kostet das Paket 15 €, also nicht gerade günstig. So, um was geht es hier? Und der Hersteller verspricht, das sind so Art Energy Shots. Heißt, sie sollen einen Topfit machen, wach und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, kostet 15 €. Es sind sechs so kleine Ampullen, a 60 Milliliter. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, also nur in den zwei, besser gesagt, Apfel und ja, Berry. Die Leute, die das schon alle bei Amazon bewertet haben, die sagen alle, wäre top, wäre besser als Kaffee, besser als Energy Drink und so weiter und so fort. Ja, da habe ich mir gedacht, gut, dann testen wir das mal hier. So, hier ist auf jeden Fall Koffein, grüner Tee-Extrakt drin. Hier das gleiche. Hoppla. Von der Menge her auch alles gleich. Gut, dann fangen wir mal mit dem Apfel an. Ja, das sind so kleine Plastikfläschchen, also Shots. Weiß nicht, ob man die schütteln soll, weil das hier so klein ist, kann man gar nicht lesen. Können wir mal gucken, wo werden die denn hergestellt? Ob das hier irgendwo steht. Also shaken soll man es auf jeden Fall. Also am Tag soll man nicht mehr als eine Flasche verzehren. Ja, wo kommt es her? Wer hat es erfunden? Ja, keine Ahnung. Wer es erfunden hat. Hier steht nichts drauf. Gibt es auf jeden Fall auf der Internetseite www.runtime.gg. GG, können ja mal unten reinschauen, was GG für eine Abkürzung, welches Land das ist. Ja, aber wo es genau herkommt, steht jetzt hier nicht. Okay. Wie gesagt, die Leute schwören drauf, die sagen, das wäre super, das wäre toll. Schauen wir mal, ob das wirklich super und toll ist. Okay, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob ich davon jetzt doch fit werde. Ja, riecht wie Apfel, ja. Ist auf jeden Fall sehr dickflüssig. Weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ist so, ja, so ein bisschen so schleimig. Riecht auf jeden Fall wie Apfelsaftkonzentrat. Eieiei, boah. Junge, Junge, Junge. Boah. Boah. Ja, nee, ja, boah. Leute. Boah. Ja, was soll ich jetzt sagen? Boah. Erstmal gar nichts. Ich probiere jetzt erstmal das andere. Alter Schwede. So, das wäre jetzt, was ist das hier? Berry, also Beeren. Ja, von der Farbe her sieht es fast identisch aus. Na, nicht ganz. Sieht aus wie, wie Dünnschiss. Ja, ziemlich braun. Geruch. Ach, riecht eigentlich gut. Ich hoffe, okay, das hat auch gut gerochen, aber naja, sagen wir gleich was zu. Alter Schwede, boah. Ja, Leute, ihr seht doch meinen Gesichtsausdruck. Keine Ahnung, wer sowas trinken kann. Also, ich kann es nicht trinken. Also, sind beide extrem sauer. Einen ganz komischen, penetranten Geschmack. Also, ja, gut, wenn die Dinger jetzt wirklich so voll die Wachmacher sind, ja, okay, dann kann man es vielleicht noch verzeihen, aber. Das ist schon eine Qual, also die Dinger zu trinken. Also, okay, eventuell schmeckt das was besser, wenn man das hier so mit 50% Wasser verdünnt. Müsste man mal ausprobieren. Aber so kriegt man es auf jeden Fall am Magen. Also, vermute ich mal, das ist extrem sauer. Und ja, man merkt schon, dass es chemisch hergestelltes Zeug ist irgendwie, keine Ahnung. 15 € für so ein Set. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen.
wie gesagt, wenn die Dinger echt einen wach machen und einen kicken, dann würde ich sagen, okay, sind 15 Euro okay. Aber wenn die jetzt nichts bringen oder kaum was bringen, dann diesen ekelhaften Geschmack und die 15 Euro, ne. Da würde ich sagen, da kaufe ich mir lieber 10 Dosen Energy oder gehe mir irgendwo in der Apotheke Koffeinpulver holen, als das hier. Ja gut, ne, das brauchen wir nicht. So, noch eine Kleinigkeit. Jeder, der mich jetzt abonniert und vielleicht irgendeinen Text da lässt oder einen Kommentar, bekommt von mir ein Buch geschenkt per PDF. Also lohnt sich, mich zu abonnieren. Schreibt unten einfach rein, hallo, ich hätte gerne ein gratis Buch. Dann melde ich mich und ihr bekommt dann ein Buch von mir. Also als PDF natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.